er wird eh sterben. Also, der Weltenmeister hier. Oder wir. Ja, das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Ja, jetzt sind alle unten außer mir. Das ist eine sehr schöne Idee. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Und er darf nicht sterben. Und er muss verstehen, was hier gerade passiert. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Schwerer. Ja, alles gut. So, der eine ist gleich kaputt. Gibt es dafür auch schon Seelen? Ich hoffe mal. Ich hätte mir einen anderen Boss aussuchen sollen. Diesen komischen mit den zwei Hälften. Da ist wenigstens gesichert, dass ich gewinne. Wenn ich jetzt hier sterben sollte oder er, war das Ganze für die Katz. So, kaputt. Nächster. Hier kann ich nicht treffen, tut mir leid. So, die sind alle. Davon habe ich noch 8. Oh, der zweite Boss auch noch da. Also der dritte eigentlich. Ganz schön flott. Erst nur im Hin- und Herlaufen, ne? Genau richtig. Okay, ich glaub mal. Und ich bin unten. Nicht gut. Trink. Ich habe keine Sprüche mehr. Oh, 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 oh. Ja, eigentlich müsste ich jetzt in mein Inventar und die Kräuter raussuchen. Das ist, glaube ich, nicht so super. Kräuter, 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 Kräuter. Ich sehe keine Kräuter. Okay, lauf. Dann halt Bomben. Meine schönen Bomben. Ich hoffe, das weißt du wertzuschätzen, Typ. Oh oh. Okay, okay, okay. Heilung habe ich auch nicht mehr. Jo, Junge, wie geht's an dir? Ich werde einen Teufel tun, jetzt mein Leben zu riskieren. Kriege ich nämlich gar nichts von dem ganzen Gedöns hier. Wo ist der andere hin? Ich bin, da hinten. Ah, er hat sich geheilt, okay. Der hier hat immer noch mich im Target. Ich könnte versuchen, mit dem Dolch auf ihn loszugehen, aber nee. Genau. Ah, nicht sterben, nicht sterben. Heil dich und hau den, der mich hauen will. Was jetzt beide wären. Okay, er hat einen Stein benutzt. Okay, der wechselt Ziel, der andere ist noch auf mir, glaube ich. Ja, ist auf mir. So, ein Treffer und ich bin auch kaputt. Ich hätte meine Dingensleiste unten besser machen sollen. Eine Feuerbombe kann ich werfen. Ja. Sehr gut, Gerogan. Ist ein super Beitrag fürs Team. Ah, okay. Das machst du richtig gut, Slayer. Ist deines Namens würdig. Ich pick's mal. Hey! Sehr gut. Es gab ein paar Seelen. Bye-bye. Hat aber echt gut gemacht, muss ich schon sagen. Dafür, dass ich keine Zauber hatte, also nur 30% meiner Zauber und keine Herbs in der Taskleiste da unten und was weiß ich. Ja? So, wir haben unsere Menschlichkeit wieder, wir haben Seelen bekommen, alles super. Royal Greatsword, Life Gem. Oh. Und wir kriegen alle unsere Sprüche aufgestuft. Das ist doch mal praktisch. Ich setze doch gleich mal noch ein Zeichen. Warum kann ich nicht? Ah, hier. Okay. Das ist ja echt praktisch. Also ich könnte immer wieder mein Zeichen da setzen, dann hier rumlaufen, irgendwelche Sachen töten, dann werde ich wieder beschworen und kriege wieder neue Zauber. Oh, Loot. Und ich werde schon wieder beschworen. Sehr gut. Hoffentlich ist er ähnlich kompetent wie der Slayer ihm.
Oder er beschwört einfach noch jemanden. Genau. Pilgrim Belclair. Und wir kämpfen mit Wonder Woman, was ein Typ ist und nackt. Ja. Und wer ist er da? Oder sie da? Das ist ein NPC, glaube ich. Nimm mich als Target, dann ist alles gut. Au. Au. Ja, musste Ausweichrollen. Heilung. Ich sehe nichts. Okay, ich bleibe einfach hier in der Ecke stehen, dann pulle ich auch keinen Boss. Das ist eine gute Taktik. Du da oben machst das schon, du bist eine nackte Wonder Woman. Da geht nichts drüber. Da ist ein Boss. Und da ist der andere. Das merke ich mir schon mal für später. Also in welche Richtung ich nicht gehen darf, um mich aus Versehen einen von den anderen Bossen zu pullen. Und da kommen die beide auf einmal. Also man kann sie nicht wirklich nach und nach holen. Man kann nur einen einzeln machen und danach gegen zwei kämpfen. Wo ist der andere? Oh, er bestimmt gleich in die Ah, der kommt jetzt erst. Ja, helfe ich ihn daneben. Wonder Woman liegt am Boden. Dafür ist der eine hier gleich noch kaputt. Wow, das war ein großer Bolzen. Okay, Pilgrim am Boden. Das will ich auch haben. Was ist das? Das ist ein super Seelenpfeil. Okay, er scheint nicht so sehr viel mehr Schaden zu machen als mein großer aufgeladener, aber. Und kaputt. Na gut. Ups. 24.000 Seelen. Sehr schön. Also bei Bosskämpfen helfen macht echt Laune, wenn es so gut läuft wie jetzt. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt 24.000 Seelen. Wir gehen zurück und wir holen uns den Runterfallring, würde ich sagen. Und mit dem wo müssen wir hin? Hier. Und mit dem Runterfallring können wir uns dann die Dingensbummens angucken, die Feuersalamander. Und theoretisch das Loch auf dem Marktplatz, aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch mehr Lebenspunkte. Und auf meiner Prioritätenliste sind Lebenspunkte gerade ziemlich weit unten. Außerdem ist das Gebiet da unten beim Loch ein bisschen doof. Was der Talana nicht weiß, natürlich, aber es ist garstig. Es ist nämlich Zwangs-PvP. Hallo? So. Zwangs-PvP. Du, mach da unten irgendwas kaputt. Oder auch nicht. Oh, warte mal. Dann bist du weit gerollt. Kann ich dich jetzt anschießen, du explodierst und nimmst den Hund mit? Nö. Du gehst einfach nur kaputt. Okay. Kaputt. Seelen, sehr, sehr schön. Dahin, Travel Majula. Das ging jetzt wirklich wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wir machen jetzt 3-4 Bosskämpfe da, gewinnen vielleicht einen und kriegen 4-5.000 Seelen zusammen. Aber so ist es echt super. Das heißt, auf zur Katze. Runterfalldingens kaufen. Und dann zum Feuersalamander. Also einmal den unten, damit wir gucken können, was er bewacht. Und danach die, wo man runterfallen muss. Mieze? Da. Oh, you do have the time. So, buy item, Ring, Runterfall, Katzenring, kaufen. Die anderen Ringe. Ne. Zeug. Das wäre für PvP interessant. Ne.
Satisfied? Jo. I'll be around if you. So, 12.000 Seelen, was machen wir damit? Herbs kaufen, wenn sie hier noch welche hat. Aber ich glaube, die haben wir alle aufgekauft. Buy Item. Ja, haben wir alle aufgekauft. Schade. Wir könnten noch diese magischen Bomben kaufen. Ist ja doch mal ganz praktisch, wenn die Zauber alle sind. Und das war's. Nee. Wir haben 4 von den Steinen nur, das ist wenig. Lonely times, these are. Nee. Ich gehe lieber hier hin und stufe nochmal auf. Yep. Level up. Was haben wir denn? Mit Glück, mit ganz viel Glück, 2 Level. Wir brauchen Casting Speed. Das wäre 2 mehr Casting Speed. Das wäre auch 2 mehr Casting Speed und mehr Schaden. Warte mal. Kannst du Level up? Ja, ich guck mal, ob ich noch Batterien dabei habe. Inventory. Ja, eine ganz kleine, aber die dürfte schon reichen. So. Krasser Säbel. So, Level up. Okay. 1, 2 Level Ups. Ah, die machen nicht mehr so viel. Also guck mal, jetzt von 47 auf 48 macht 2 mehr magischen Schaden und 2 mehr Casting Speed. Von 48 auf 49 macht nur noch 1 mehr magischen Schaden. Kein Casting Speed, kein Fire Bonus, kein gar nichts. Ja, okay, ein Lebenspunkt und einen magischen Schutz, aber das bringt uns nichts. Und wenn ich jetzt noch Attention oben... Oh. Das... Was? Guck dir das mal an. Wenn ich jetzt einmal Attention steige, geht Casting Speed auf 81. Wenn ich jetzt insteige, geht Casting Speed nicht weiter hoch. Sondern nur der Schaden. Wenn ich gerade Attention von 20 auf 21 steige, so rum, kriege ich nur einen Lebenspunkt dadurch. Es ist irgendwie mau. Figure wären 30 Lebenspunkte mehr. Oh, und es wurde mir noch angeraten, Agilität zu steigern. Das wäre... Adapt? Nee, das steigere ich nicht. Also wenn ich Attunement steigere, steigere ich auch mit Agilität. Weil je mehr Agilität ich habe, desto schneller trinke ich auch Tränke und benutze Gegenstände. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. 6 mehr Resistenzen. Und Dunkelheit. Wollen wir Talana zu einer eierlegenden Wollmilchsau machen, die auch Gebete spricht? Also die 6 Lightning Defense würden bestimmt schon mal gut was reißen. Das sind 30% fast mehr. Was doof. Mehr Stamina wäre auch nicht schlecht. Naja, ich bin eine Glaskanone, gibt mir wenigstens einen Punkt mehr Schaden. So. Mal gucken, ob die Entwicklung so gleich bleibt oder ob wir gerade nur so eine kleine Zwischenphase haben. Also es scheint so, als wenn immer nur bei bestimmten Grenzen die Attribute bestimmte Bonis bringen. Und jetzt hatte ich halt, bin ich gerade ganz knapp vor einer Grenze. Wenn ich jetzt gleich nochmal aufstufen würde, dann kommt vielleicht wieder ein höherer Sprung. Mal gucken. So, ich möchte jetzt gerne hier in den Wald und ich möchte gerne hier zur alten Hexe. Und ich sollte den Runterfallring dann auch gleich noch anziehen, sonst bringt das gar nichts. Obwohl, wir wollten erstmal die Alleinekröte machen. Die schaffen wir auch so. Die Alleinekröte ist nämlich hier lang. Flupp. Dich von oben snipern. Jo, sehr gut. Der, der mich in den Rücken schlagen will, wegmachen. Und dann hier die Leiter runter. Und dann waren hier sehr viele unten und es kam einmal Verstärkung. Das war sehr irritierend.
Als wir drinnen gegen die Kröte gekämpft haben, kamen plötzlich 2, 3 neue von den Typen hier an. Das müssen wir einmal irgendwie triggern und dann die Typen töten. Das wäre sonst ein bisschen doof. Also du weg. Doofe Schildträger weg. Du weg. Du weg. Ganz schön viele, aber das geht ganz schön schnell. Mit dem billigsten Spruch, den wir haben. Das ist sehr schön. Au. Und so.